100-mal so viele Schnitte. Es scheint wirklich hier eine neue, sehr interessante Alternative zu sein. Boah, was haben wir denn da? Bosch Expert. Lucke, schau mal. Ja, was ist? Schau mal, was wir da haben. 100-mal länger? Mhm. Boah, keine Ahnung, was das heißen soll. Schick mir zum Sebastian, soll ich ein Video machen. Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoToolsTV. Mein Name ist Sebastian und heute geht es um Zubehör. Ihr wollt Zubehör, ich mag Zubehör. Tom und Lucky haben ein neues Zubehör gefunden, nämlich diese neuen Trennscheiben. Und ehrlich gesagt, ich hatte das überhaupt nicht auf dem Radar, aber die beiden hatten den richtigen Riecher, nämlich 100-mal so viele Schnitte wie mit einer herkömmlichen Scheibe. Na, das gucken wir uns doch mal an. Heute geht es also um die neuen Trennscheiben und wie ihr seht, habe ich schon ein bisschen getestet. Und unabhängig davon möchte ich das Ganze natürlich auch nochmal für euch hier an diesem T-Träger ausprobieren mit dem kleineren Trennschleifer und was ich hier noch so finde, wie jetzt hier so ein bisschen Kupferleitung oder mal gucken. Bevor wir gleich testen, schauen wir uns diese Scheiben mal etwas genauer an und wenn man etwas drüber nachdenkt, ist es wirklich erstaunlich, wie viele Vorteile diese Scheibe hat und auch neben dem 100-mal so lang, aber da kommen wir gleich dazu. Interessant ist folgendes, erstmal X-Log-System hier bei der kleinen Scheibe. Ihr kennt das ja aus meinem anderen Video zum X-Log-System, ich verlinke dir das nochmal hier oben und zwar kann ich hier einfach den Hebel drücken, Scheibe abnehmen, hab sie hier dran und schon ist sie wieder dran. Ja, finde ich super. Das Scheibenwechsel in Sekunden. Ja, also ich mache es nochmal zur Sicherheit hier. Zack. Und wieder dran. Das ist schon Wahnsinn. Jetzt müssen wir es nochmal abnehmen, weil wir gucken uns jetzt mal an, welche Größen wir alle haben. Wir haben hier die klassische 125er. Die 115er gibt es auch. Dann haben wir hier noch die 230er. Und am Ende auch noch die zwei 355er. Schaut übrigens mal unter den ehrlichen Preisvergleich, wenn ihr euch für die Scheiben interessiert. Interessant ist doch folgender Punkt. Ihr kennt doch solche Scheiben hier, ja? Die klassischen Trennscheiben, die jeder von euch schon mal in der Hand hatte. Und am Anfang sehen die Scheiben so aus. Am Ende sehen die Scheiben aber so aus. Und schaut mal hier. Ihr seht das ja hier schon, wenn wir das so mal schauen. Die Scheibe wird immer kleiner. Ja? Also am Ende des Tages wird diese Scheibe immer kleiner. Und hier hast du es so, mit den neuen Scheiben hier von Bosch ist es so, dass diese Scheibe immer gleich groß bleibt. Das heißt, sie trägt sich nicht ab. Die ist übrigens aus Vollmetall. Guck dir das mal ein bisschen genauer an. Komm mal her. Hier siehst du hier vorne, ja, hier ist eine Beschichtung drauf. Das hier ist Metall. Hinten siehst du es auch, beziehungsweise wir können uns das ja auch mal bei der großen Scheibe hier anschauen. Hier ist das Ganze entsprechend beschichtet, ja, auch schön rau, auch an der Seite beschichtet. Von der anderen Seite hier nochmal auch hier entsprechend beschichtet. Wenn wir uns das jetzt nochmal vergegenwärtigen, also als alte Variante, beziehungsweise zur neuen, ist es hier, dass der Umfang hier immer gleich bleibt. Das heißt, die Schnitttiefe dieses Blatts bleibt auch immer gleich im Vergleich zu der hier, weil die hier wird ja immer kleiner und kleiner und dann hast du nicht mehr dieselbe Schnitttiefe. Der zweite Punkt ist folgendes, diese Scheibe hier ist ja aus einem Verbundwerkstoff und viele von euch werden das kennen, das kann auch kaputt gehen, das kann platzen oder sprengen oder sonst was, das ist wirklich mördergefährlich, das kann dir hier nicht passieren. Irgendwann ist die Lebensdauer dieser Scheibe auch erreicht, aber dann schneidet sie halt nicht mehr so gut, das ist aber auch alles. Das heißt, sie zerspringt da nicht im Gegensatz zu dem, was hier passieren kann. Aber das Hauptmerkmal ist folgendes, es hält einfach wesentlich länger. Ja? Wir sind eben schon auf einigen Sachen eingegangen, aber interessant finde ich hier, schaut mal hier, und das ist das, was Tom und Lucky ja auch gesehen haben, hier steht drauf, bis zu 100-fach längere Lebensdauer. Genauso wie hier, oder wenn wir hinten drauf schauen, hier mehr als 2000 Schnitte. Und hier sehen wir übrigens auch, welches Material wir damit schneiden können. Ja? So ziemlich jedes gängige Metall, aber auch normal Stahl, Guss, wir können aber auch Edelstahl, wir können aber auch alles mögliche andere mit ein und derselbe Scheibe hier schneiden. Bevor wir jetzt noch mehr erzählen, wir wollen doch endlich schneiden, oder?
einige Schnitte später, etwas Stahl später, ist es so, dass ich sagen muss, das hat richtig Spaß gemacht. Also gerade die Schnitte durch das Kupferrohr, das war echt interessant, wie es ging wie durch Butter, so zack, 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 ein Schnitt nach dem anderen. Das übrigens hier mit dem 18-Volt-Gerät, bewusst hier Akku rausgenommen. Und was ich interessant finde, ist auch, dass ich hier auch, obwohl ich den Stahl hier geschnitten habe, dass hier sich anfühlt, auch wenn jetzt hier der Lack runter ist, ja, aber das ist ja egal, dass sich hier die Schnittkante noch genauso anfühlt, wie jetzt hier bei dem Nagel 9. Das ist natürlich jetzt kein Indiz auf die wirklich auf die Lebensdauer, aber ich finde es schon mal interessant. Ja, also es scheint wirklich hier eine neue, sehr interessante Alternative zu sein zu den herkömmlichen Blättern. Wenn ihr wollt, kann ich auch gerne mal einen Langzeittest machen. Schreibt es mal unten in die Kommentare. Wenn das so ist, dann ja, machen wir es doch gerne mal. Ansonsten ja, bin ich erstmal gespannt, was ihr so sagt. Und jetzt rein ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.